Hallo, mit euch ist Anna und Darcy und heute besprechen wir die Möglichkeiten zum Üben von breiter Lage in erster Lage. Also zuerst stimmen wir ein die klassische erste Lage. So, und jetzt steht die Hand genauso, nur der erste Finger geht ein Flick nach oben. Man kann sich vorstellen, als ob man sich ein bisschen am Ohr kratzen möchte, aber möchte die Position nicht wegnehmen. Also sie steht ganz stabil da und den ersten Finger stellen wir höher. Und somit erreichen wir, wir sind jetzt auf der Seite, ein S. Zu Übungen. Wir stellen den ersten Finger auf G-Seite, auf ein As. So, und jetzt nehmen wir ein nach dem anderen weg die Finger und schauen, dass der Daumen möglichst locker ist. Also der drückt natürlich ein bisschen, aber gucken, dass der nicht zu so einer Lage kommt, weil es ist dann unmöglich. Und so ist es quasi, man könnte sich vorstellen, man hält eine große Birne, so. So hält man sie. Tschuk, und dann so von oben. Diese Finger stehen lassen und dann nur mit 1 arbeiten. Ihr werdet merken, dass es funktioniert nicht wirklich, wenn man nur von Finger das denkt, sondern es ist besser, wenn man ein bisschen die gesamte Hand zu diesem Finger so bewegt. Tauschen wir einmal die Seiten, jetzt die 3 gehen rüber auf die G-Seite und der erste Finger geht auf S auf der Seite. Und der erste Finger. Jetzt machen wir es ein bisschen schwerer. Ein nach dem anderen der Finger bewegt sich auf die Seite. Also erst hatten wir nur erste Finger auf der Seite. Jetzt stellen wir auch den zweiten. Den dritten. Und den vierten. Beim dritten Finger ist es wirklich wichtig, dass wir versuchen, dieses Muskel zu spüren und den wirklich anzustrengen, ohne die ganze Hand zu verkrampfen. Weil die Lage ist ziemlich schwer, besonders wenn wir versuchen, diese Lage noch aus Übungsgründen sozusagen ganz breit zu halten. So, ich zeige das noch einmal. Jetzt machen wir die Übung so, dass wir alle Finger ein nach den anderen auf die G-Seite stellen. Ich nehme jetzt beim letzten Ton die C-Seite dazu und nicht D, weil man kann dann besser hören, ob es sauber ist mit D. Kann man hören, aber schon schwerer, weil das ist eine große Sekunde und hier haben wir eine reine Oktave. Ich zeige das nochmal.
Versuchen beim zweiten Finger, dass der dritte auch noch weiterhin auf der Seite sich befindet. Und als Test kann man kurz den dritten Finger wegnehmen. Den vierten Finger, Entschuldigung. Jetzt die langsamen Übungen, die mit zwei Saiten zu tun haben. Jetzt kann man kreativ werden und zum Beispiel Sprünge über mehreren Saiten trainieren. Zum Beispiel, nur als Beispiel, wir nehmen das erste Finger auf C-Saite, auf D's. Das zweite Finger auf D. Und der dritte Finger auf G-Seite. Tonart. Es ist nicht so wichtig, welche Tonreihenfolge. Es ist wichtig, dass wir suchen nach einer perfekten Gewichtseinteilung zwischen Fingern. Zum Beispiel, wenn ich das 2 und 3 andersrum hinstelle, dann habe ich sofort ganz andere Handwinkel. Die Hand guckt quasi von da nach unten. Und bei dieser war das so quasi zu mir. Wenn wir jetzt den vierten Finger dazu stellen, dann ist das schon was ganz anderes. Dann habe ich quasi noch mehr Gewicht auf den zweiten Finger. Jede Hand ist verschieden und deswegen muss man diese Dinge selber mit sich auszumachen. Wo welche Finger der Chef ist. Was ist wichtig? Nicht diesen nicht Daumen zum Chef machen, weil wenn der verkrampft oder versucht irgendwas zu beeinflussen, dann entsteht hier so ein Block und das stört später die Beweglichkeit. Wir müssen ja nicht nur ausstimmen können, sondern auch schnell spielen. So. Wie man in breiter Lage schnell spielt, erzähle ich in meinem nächsten Video. Und für jetzt wünsche ich euch eine schöne Übungszeit mit breiter Lage. Schreibt gerne eure Kommentare. Mit euch war Anna und Darcy.